Hallo YouTube, schön, dass du wieder dabei bist. Heute mit der spannenden Frage, wann kann ich was nach meiner Weisheitszahn-OP essen? Was darf ich kauen? Geht dabei was kaputt oder kann ich irgendwas falsch machen? Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin seit mehr als 20 Jahren Zahnärztin und auch Fachzahnärztin für Oralchirurgie. Darf ich Milchprodukte zu mir nehmen? Ja, das ist eine mega spannende Frage und diese Frage ist doch bei vielen, gerade bei den Teenagern, die vor der Herausforderung stehen, meine Weisheitszähne sollen raus oder sie sind gerade rausgekommen, kommen nach Hause und sagen, so, und jetzt? Wie geht das jetzt? Weil schau, wenn du zum Beispiel, wie die meisten von euch, 4 Weisheitszähne, 3 Weisheitszähne herausbekommen haben, meist in einem operativen Eingriff, zum Beispiel mit Dämmerschlafsedierung oder Vollnarkose, werden dann standardmäßig von einer Begleitperson, vielleicht von der Freundin, Freund, Mama, Papa abgeholt, nach Hause gebracht. So, und dann geht es ja meistens erstmal darum, zu kühlen. Da verlinke ich dir hier oben einfach ein Video, wie kühlst du richtig. Ein mega, mega wichtiges Video, check das unbedingt ab. Und dann irgendwann, wenn du dich so ein bisschen entspannt hast, was kommt dann? Genau, dann kommt der erste Hunger, ja, weil du bist ja meistens nüchtern in diesen Tag gegangen, wenn du in Sedierung, Vollnarkose behandelt wurdest. So, und dann stehst du einfach da und denkst, oh, ich habe echt einen Knurren im Magen, das kann ich auch echt gut verstehen. Und du denkst, okay, was kann ich denn jetzt essen, was kann ich kauen und schadet das meinen Wunden, kann ich was falsch machen? Da sind ganz viele Fragen, die einfach durch deinen Kopf sausen. Und in diesem Video möchte ich dir einfach einfache Tricks geben, was du essen kannst, damit du gut über die Zeit kommst. Also, es ist einfach so, wenn du nach Hause kommst, musst du eins ganz bewusst beachten. Und zwar, in der Regel wird das ganze Mundraum rechts und links noch taub sein. Deswegen, das allererste, bitte nichts essen. Ja, solange sich das noch so komisch anfühlt, so dick anfühlt, kribbelig und einfach taub und komisch, weil das, die Gefahr ist einfach da, dass du dich beißt und natürlich auch, du merkst halt nichts, wenn zum Beispiel deine Mutter dir eine heiße Suppe macht, ja, kann es halt sein, dass du dich verbrühst, verbrennst, du merkst halt nichts. Also, trinken überhaupt kein Problem, die meisten machen das zum Beispiel über den Strohhalm. Dann ist das einfach das Einfachste, wenn die Lippe noch so ein bisschen unkontrolliert ist, trinken kannst du. So, und dann ist es wichtig, wenn es einfach nicht mehr taub ist, was kann ich essen? Das Wichtige, denke ich mal, ist, dass du erstmal so was Körniges vermeidest. Ja, so irgendwie wie Reis oder Müsli, weil das kann sich halt schon so ein bisschen blöd in die Wunden setzen und dann drückt das und das ist nicht so vorteilhaft. Es ist natürlich auch so, durch dieses Offenhalten, durch die Betäubung, durch den Eingriff, durch diesen Heilungsprozess, der auch mit Schwellung einfach begleitet wird, ist es ganz oft so, dass die Teenager sagen, boah, kauen ist auch echt anstrengend. Das ist anstrengend und das geht auch allen von euch dann so, wenn auch gerade beide Seiten behandelt wurden. Und deswegen solltest du dir überlegen, am besten natürlich vorher planen, ja, dass du einfach die Nahrung zu dir führst, die weich ist. Was heißt das? Mixer. Ich gebe dir gleich ein paar Tipps. Wir gehen gleich in meine Küche, da gebe ich dir ein paar Tipps, was du machen kannst. Und ja, ich würde sagen, komm mit. So, jetzt machen wir beide mal zusammen einen leckeren Milchshake, weil den kannst du trinken. Das ist nicht so anstrengend beim Kauen. Also, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Und wir machen das jetzt einfach, damit du siehst, wie schnell das geht. Ich bin ein totaler Bananenfreak. Das heißt, 1, 2, 3 Bananen kannst du reinmachen und dann kannst du dir einfach überlegen, um da ein bisschen frische Kick reinzubringen, inwieweit du zum Beispiel sagst, du machst da Kiwis rein. Ja? Ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich nehme eine Passionsfrucht, weil ich mache jetzt diesen Shake nicht umsonst. Den werde ich gleich trinken. Ja? Das heißt, diese Passionsfrucht, die schneidest du einfach auf, ja? Machst hier rein, machst es mit dem Esslöffel raus. Weil das gibt dem Ganzen noch so eine gewisse säuerliche Note. Ja? Und was natürlich extrem gut ist, ich weiß ja von den Jungs, ne? Von den Jungs, die kriegt man dann immer, wenn die Weisheitszähne raus sind, kriegt man die nicht satt. Ja? Und viele von euch machen natürlich auch Sport. Das heißt, du kannst natürlich in diesem Shake, was ja die meisten von euch auch wissen, machen sie einfach dann auch ihr Proteinpulver rein. Ja, also ich habe hier auch eins, mache ich jetzt aber mal nicht. Und was du auch machen kannst,
kannst tiefgefrorene Früchte ganz cool nehmen, dann hat das wirklich noch so ein bisschen so einen Milchshake-Geschmack aus dem Sommer. Dann kannst du da Wasser reintun, kannst Milch reintun. Ich bin jetzt kein Milchbaby, ich bin eher so der Hafermilch-Typ, da brauchen wir auch gar nicht drüber zu urteilen. As you like it. Und dann machst du hier einfach den Deckel drauf. Und wenn es ein bisschen nahrhafter sein soll, machst du einfach ein paar mehr Bananen rein. So, und fertig ist das Ganze. Ist also mega einfach, wenn du dich zum Beispiel nach der OP einfach selber versorgen musst, weil keiner zu Hause ist, dann kann ich dir sowas einfach nur empfehlen. Einfach ins Glas. Also natürlich für alle diejenigen, die keinen Bock haben, sich an den Mixer zu stellen, der ganz, ganz große Hype, ich stelle das hier nochmal rüber, ist natürlich jetzt auch, kannst du auch völlig egal von welcher Firma, diese Babygläschen kaufen. Die hier ist das Banane, Apfel, mit Aprikose, gibt es ja 1000 Varianten, das ist total gehypt bei den Teenagern, bevor das hier jetzt hier noch mehr blubbert, mache ich das mal ein bisschen weniger. Also, was du natürlich auch machen kannst, ganz, ganz klar, es gibt natürlich verschiedene Nudelgerichte, das ist ja auch immer noch absolut gehypt. Das heißt, das, was du machen solltest, koch deine Nudeln nicht al dente, sondern koch sie einfach noch viel, viel weicher. Dann hast du natürlich die Möglichkeiten, mit sämtlichen Soßen, die es so gibt, einfach eine leckere Mahlzeit zu machen, so dass du das Ganze nicht mit diesem anstrengenden Kauen verbinden musst. Und natürlich, ich habe jetzt nicht alles gekauft, Kartoffelpüree, überhaupt kein Thema. Und du kannst natürlich auch alle Sachen, ob Pudding oder Grießbrei nehmen, das hängt einfach davon ab, welche Medikamente du verwendest. Ich will das jetzt noch mal ein bisschen für dich zusammenfassen. Wann darfst du was essen? Du kannst essen, was du willst. Letztendlich ist es doch so, du entscheidest, was du kauen kannst, weil du merkst, boah, es ist anstrengend, tut ein bisschen weh. Oder an sich, es tut weh. Und du wirst merken, von Tag zu Tag kann sich dein Speiseplan wieder normalisieren. Aber die Empfehlung einfach, die Empfehlung, dass du da möglichst gut durchgehst, ist einfach, dass, schau, die Beschwerden werden bis zum dritten Tag wahrscheinlich maximal. Und danach flacht das alles wieder ab. Das heißt, in den ersten 2-3 Tagen, guck einfach, dass du möglichst wenig Stress mit dem Essen hast. Das heißt, was ich dir gezeigt habe, mach einfach den Mixer zu deinem besten Freund. Du kannst natürlich auch alles in diesen Gläschen kaufen, ohne Frage. Du kannst alles essen, was weich ist, wie jetzt diese Nudeln, verschiedene Soßen, weil es ist nicht so, dass du nichts essen kannst. Das ist Blödsinn. Du kannst alles essen, nur ein bisschen weicher. Kartoffelpüree und jetzt nochmal diese Frage, darf ich Milchprodukte zu mir nehmen? Das ist ja doch etwas, was sich in die Hirne eingebrannt hat. Es geht einfach darum, es hängt davon ab, welche Medikamente du bekommst. Und bei uns in der Praxis ist es einfach so, dass ich versuche, nur erstmal mit Schmerztabletten zu arbeiten. Und dann kannst du Milchprodukte sowieso essen, wie du willst. Das Joghurtregal hoch und runter, Grießbrei, Pudding, whatever du willst, weil das sind viele Kalorien. Dann kommst du natürlich gut über den Tag. Es gibt einzelne Antibiotika und die meisten davon werden in der Zahnmedizin sowieso gar nicht verwendet. Deswegen lade ich dich aber ein, lies bitte die Beipackzettel und frag deinen Arzt. Aber in der Regel ist es so, dass die Antibiotika, was es um die Zahnmedizin geht, sowieso gar nicht durch die Milchprodukte bzw. durch das Kalzium blockiert werden. Weil du musst dir vorstellen, diese Milchprodukte, die binden falsches Antibiotikum, sage ich mal so ganz einfach, und das Antibiotikum kann nicht mehr wirken. Tipp an dieser Stelle, wenn du ganz, ganz sicher sein willst, dann mach das einfach alles ein bisschen zeitversetzt. Das Essen von der Medikamentengabe, dann trenn das einfach über 2-3 Stunden und dann steht dem Ganzen gar nichts mehr im Weg. Wenn du weitere Informationen haben möchtest, wie putze ich richtig die Zähne, mache ich da was mit den Fäden irgendwie falsch oder vielleicht kaputt, tut das Fädenziehen, um Gottes Willen, tut das weh, wie geht das alles? Da check unbedingt meine Playlist über Weisheitszähne, da findest du mega viele Tipps und Anregungen, was du zu Hause selber machen kannst, was du wissen solltest, beachten solltest, damit dieses Thema möglichst schnell für dich vom Tisch ist. Ich wünsche dir alles Gute, kühlen, 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 bleib bitte gesund, bis zum nächsten Video, ciao!